Hallo. Heute stehen mir regelrecht die Haare zu Berge, weil ich so Schmerzen hatte. Bis vorher den ganzen Tag. Ihr habt es ja auch gesehen, dass ich jetzt doch eine halbe Schmerztablette genommen habe, was ich ja eigentlich sonst nicht mache. Jetzt geht's einigermaßen und ich will natürlich meine Arbeit machen. Nur rede ich ganz vorsichtig, weil mir tut die ganze Gesichtshälfte mit Schlüsselbein. Taritaro. Wie schön die Sonne scheint. So, und schauen wir mal. Die feindlichen Brüder trifft dasselbe Geschick. Der Herr sagt, stoßt in Zorn in Gibeah, blast Alarm in Rama, gebt Warnsignal in Bet Aven, bietet die Männer von Benjamin auf, bietet die Männer von Benjamin auf. Für Ephraim kommt jetzt die Strafe. Es wird zur Wüste werden. Ich, der Gott, kündige den Stämmen Israels an, was mit Sicherheit eintreffen wird. Die Führer von Juda handeln wie Leute, die Grenzsteine verrücken. Mein Zorn wird über sie niedergehen wie ein Platzregen. Ephraim ist von Feinden bedrängt und das Recht wird mit Füßen getreten, weil sie dem Dreck Götzen Baal nachgelaufen sind. Ich, ein Dreck Götze, ist ein falscher Gott, den sie anbeten, den es gar nicht gibt. Es gibt nur Gott und Gott seine Engel und Gott seine Helfer. Cherubimer. Seraphine, Thronen, Schutzengel, Engel, Gewalten, die nur von Gott herstammen. Ich muss dazu sagen, ich weiß auch, warum ich diese Schmerzen heute hatte. Ich habe Arbeit gemacht, Geistheilung. Und es ist dann das Resultat. Ja, weil ich helfe. Und das geschafft habe. Und ich dann auch natürlich bedrängt werde von irgendwelchen Dingen, weil jemand darunter leiden muss, weil ich das ja geheilt habe. Und aber das Leid muss ich dann auch mitspüren, bis es dann vollständig gereinigt und weil ich ja daran schuld bin und es hat halt auch viel mit Schmerz zu tun. Das ist der heilende Schmerz. Gut. Das Verbrechen regiert im Land. Der Gott sagt, bei der Stadt Adam haben sie meinen Bund gebrochen. Dort sind sie mir untreu geworden. Gilead ist eine Stadt voller Verbrechen, Blutspuren überall. An der Straße nach Sichem liegen Priester auf der Lauer, wie eine Räuberbande. Sie morden, sie begehen Verbrechen. Entsetzliche Dinge sah ich in Israel. Die Leute von Ephraim laufen fremden Göttern nach, Götter, die es gar nicht gibt, und beschmutzen sich damit. Aber auch auf dich, Juda, wartet eine schreckliche Ernte, bevor ich für mein Volk alles wieder zum Guten wende. Das ist das, was ich ja auch gemacht habe jetzt. Wenn ich Israel heilen und zurechtbringen will, kommt nur die Schuld der Leute von Ephraim an den Tag. In Samaria gehen Diebe um.
Es herrscht Lug und Trug draußen im Land, plündern Räuberhorden. Sie denken nicht daran, dass ich ihre Schandtaten im Gedächtnis behalte. Jetzt werden sie von ihren eigenen Taten eingekreist, die sie mir zum Trotz begangen haben. Kommt, wir gehen zum Gott. Hat er uns zerrissen, wird er uns auch wieder heilen. Hat er unsere Wunden geschlagen, wird er sie auch wieder verbinden. 2, 3 Tage lässt er uns leiden, dann gibt es er uns neues Leben. Kommt, lasst uns alle darauf setzen, daran setzen, ihn und seine Wege zu erkennen. So gewiss der Nacht ein Morgen folgt, so gewiss zu seiner Zeit der Regen fällt, der das ausgedörrte Land durchfeuchtet, so gewiss er kommt und hilft uns. Gott, du bist da. Der Herr antwortet: Was soll ich nur mit dir? Was soll ich nur mit dir tun, Ephraim? Und was ist mit dir, Juda? Eure Treue zu mir ist so flüchtig wie ein Morgennebel. Sie vergeht so rasch wie der Tau vor der Sonne. Darum habe ich wieder und wieder durch meinen Propheten zugeschlagen und euch durch meine Gerichtsworte den Tod gebracht. Was ich von euch verlange, ist klar wie der helle Tag. Treue will ich von euch und nicht, dass ihr mir Tiere schlachtet. Ihr sollt mir nicht Brandopfer bringen, sondern erkennen, wer ich bin und was mir gefällt. Yes, you are my God. Yes.